Taras Galathon, the heart of Elvendom on Earth, realm of the Lord Celeborn and of Galadriel, Lady of Light. Ja, Aloha miteinander. Ha, das war nicht mal meine Begrüßung, sondern die von Kaon habe ich jetzt einfach mal geklaut. Fängt schon gut an, oder? Also, erstmal wünscht euch das Karas Galadon-Team ein ganz herzliches, frohes neues Jahr und wir beginnen das neue Jahr auch gleich mit einer gigantischen Ankündigung, möchte man fast sagen. Ja. Oder, Kaon? Ja, richtig, eine relativ schöne Ankündigung, kann man sagen. Und zwar machen wir an diesem Freitag, den 8.1., ja, am Freitagabend um 20 Uhr einen ziemlich großen Livestream mit ganz, ganz, ganz vielen anderen Schlacht- und Mittelerde-YouTubern. Aber bevor wir auf die drauf gehen, erstmal, wir haben auch einen eigenen Twitch-Kanal, vielleicht habt ihr es schon gesehen. Karas Galadon oder Tom, deiner. Karas Galadon YT, also ja. Noch ein Y und ein T dahinter. Richtig, richtig, ja, wir sind ja quasi, wer wir jetzt zu zweit dann da, streamt da parallel, wir streamen mit mehreren Leuten zusammen, wie gesagt, da könnt ihr dann aus ganz vielen Perspektiven Schlachten zu gucken, ich glaube, das wird ganz cool. Und Tom, dann kannst du ja mal sagen, wer so überhaupt alles dabei ist am Freitagabend. Ja, Gendor wird einen seiner letzten Auftritte haben bei uns. Er ist ja das nächste halbe Jahr zum Work and Travel in Neuseeland. Habt ihr vielleicht auf seinem Kanal auch schon gesehen. Battlezone.de wäre das. King Krümelus ist auch dabei. Auch wenn er in letzter Zeit vielleicht nicht so unglaublich aktiv war, aber er ist immer noch da, also keine Sorge. Er lebt noch. Steinchen sagt vielleicht auch einigen was. Das ist ein guter Kumpel von Gendor, so wie ich das mitgekriegt habe. Mhm. Dann Max Games ist auch ein etwas kleinerer YouTuber noch, aber trotzdem, der war jetzt auch hier schon öfters auf dem Teamspeak und ja. Dann Frornist, den ich persönlich jetzt noch gar nicht kennengelernt habe, aber wird bestimmt eine coole Socke sein. Und Alex Ascher 92 ist auch noch mit dabei. Richtig, richtig. Die sind auch alle bei uns unten in der Beschreibung verlinkt, wie unsere eigenen Twitch-Kanäle, deren YouTube-Kanäle. Könnt ihr alle mal besuchen, alle abonnieren, machen wirklich eigentlich alle coole Videos. Und ja, wie gesagt, Gendor, sein letzter Auftritt im Endeffekt. Mal gucken, ob er sich da noch was Cooles zu einfallen lässt an dem Freitagabend. Mal sehen. Und ja, wir haben noch drei andere YouTuber, die vielleicht mitmachen. Da ist noch nicht so ganz sicher. Das ist einmal Skulldur. Dylan, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, und Cave Arm Mahe würden eventuell auch noch mitmachen, aber das würden sie spontan entscheiden. Ja, und das war eigentlich schon die Ankündigung mehr oder weniger. Ihr habt ja gemerkt, es gab jetzt die letzten, seit Weihnachten kein Video mehr. Aber geht jetzt der gute wieder. Alte Feiertagsstress. Ja, der Feiertagsstress. aber jetzt geht's wieder los. Ich weiß ja nicht, was Tom macht, aber ich habe jedenfalls mit Absicht kein Video hochgeladen, weil ich fand lass das das neue Jahr im Endeffekt mit einem coolen Stream beginnen und dann geht's ab Samstag dann auch wieder wirklich los mit vielen Videos und so. Bei den letzten Lives. Ich werde mich auch demnächst mit BK zusammensetzen. Wir werden auch die böse Kampagne machen von der Eroberung. Das interessiert doch niemanden. Und wir haben doch von Gendor gehört, wir machen sowieso eine Schlacht in Mittelerde. Ja, genau. Also ich kann auch gerne anfangen, andere Spiele zu Let's Playen, wenn du das unbedingt möchtest. Nein, hör auf damit. Ich glaub nicht, dass es zu unserem Kanalnamen passt, weil ich meine... Ne? Kommt doch irgendwann, gehst du noch auf den Star-Wars-Trip mit auf und so, naja, ist klar. Ja, oh nee, bitte nicht. Der ist schon vorüber. Der ist schon vorbei. Naja. Gut, dann, wir würden uns freuen, wenn ihr auf jeden Fall Freitagabend reinschaut. Der Stream wird auch auf YouTube landen, keine Sorge, wer ihn verpasst. Und dann würden wir uns mal verabschieden von euch, ne? Und ciao. Servus.